So, ich bin zurück und das ist die zweite Chance und wahrscheinlich auch die letzte. Ich habe jetzt ungefähr 50.000 ausgegeben und wenn jetzt nochmal Pope kommt, dann war es komplett für dieses Jahr mit FIFA, also für Ultimate Team. Diesen WM-Modus, den würde ich wahrscheinlich noch spielen, aber sonst... Sonst nicht mehr, glaube ich. Oh, geil, Alter, kein... Oh, Scheiße, Alter! Aguero, nice! Ja! Das ist doch süß! Komm ran, Brudi, muss los. Das war's dann aber komplett. Ja, geil, Digga. Lecker, lecker. Das mag ich. Das mag ich. Oh, scheiße. Jo. Alles klar, Digga. 99 Abschluss, 97 Schusskraft, 91 Fernschüsse, 93 Volleys, 91 Meter. Übersicht 99 Flanken, 4 nach. Junge, nur 84 Flanken ist ja schlecht. 95 kurzer Pass, 99 Effe. Junge, Alter, ciao, Leben. Heilige Scheiße. Geil, Digga. Ja, ich würde sehen, der kommt wohl irgendwie ins Team rein. Das Team kann ich eh löschen. Ich habe jetzt gerade auch gar kein richtiges Team mehr irgendwie so. Also wahrscheinlich. Ja, was muss ich, was mache ich denn daraus? Das Ding ist, ich habe jetzt den Armin Younes, den möchte ich auch gerne weiterspielen. Ich habe den Hernandez, Lingard, Rashford, Griezmann und ja, Moy würde ich auch wohl ganz gerne spielen, aber das ist sehr schwer, den einzubringen. Kovacic ist jetzt nicht so wichtig. Ja, und Aguero möchte ich dann natürlich in ein Team bringen. Da muss ich mal schauen, was wir daraus machen. Wendell seht ihr auch noch. Der ist auch ziemlich nice. Und halt Junuzovic, aber Junuzovic ist jetzt nicht so wichtig. Also der gefällt mir auch nicht unbedingt sehr gut. Naja. Also Aguero, lecker Schmecker. Da kann man sich, würde ich sagen, nicht beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger. Ja, ich bin gespannt, was das noch so geben wird. Tschüss.